Ja, Uwe Krupp, die Beurlaubung ist jetzt durch. Wie ist das alles abgelaufen? Ja, ich denke, das ging eigentlich alles recht zügig. Gestern Abend, wir kamen zurück von unserem Trip Kosice recht spät. Wir sind informiert worden, oder ich bin informiert worden, dass Lance und die gesamte sportliche Leitung, dass wir beurlaubt worden sind. Und ja, dann kurze Verabschiedung von der Mannschaft und dann ging es eigentlich, Peter Schönberger hat uns hat ein kurzes Meeting gehabt mit uns und dann wurde dann abgewickelt. Wie gehst du da mit persönlich um? Ja, wir sind natürlich für mich etwas Neuland, aber ich glaube, es gehört auch zum Trainersein dazu, dass du mal freigestellt wirst. Ich glaube, wir haben gut gearbeitet hier in den letzten 3 Jahren. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch dieses Jahr, also wenn wir zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder einigermaßen gesund sind und in Form kommen, dass wir eine Mannschaft haben, die wieder um den Titel mitspielen kann und den auch gewinnen kann. Und das wäre auch das Ziel gewesen. Und glaube auch, dass wir die richtigen Leute in den richtigen Positionen hatten, um das zu tun. Aber damit brauche ich mich jetzt nicht zu beschäftigen, weil die Situation gibt es nicht mehr. Apropos Mannschaft, wie lief die Verabschiedung von der Mannschaft? Wie waren die Reaktionen? Ja, es war natürlich spät. Wir haben gestern einen langen Reisetag gehabt. Und dadurch war das kurz und auch das war relativ kurz. Einfach den Jungs viel Glück wünschen und für sie und ihre Familien und mich bedanken für die Zusammenarbeit, die sehr gut war hier in Köln mit der Mannschaft. Und natürlich alles Gute für die Zukunft und dass sie eine gute Saison haben und alles Gute für die Kölner Haie. Möchtest du abschließend noch irgendwas loswerden? Ja, ich habe besonders Anliegen. Für mich ich möchte mich bei den Fans bedanken. Ich bin seit 3 Jahren hier, laufe ich bei jedem Heimspiel 2-mal durch das Heimmaul auf der Seite, wo die Eismaschine geht. Und ob wir vorne liegen oder hinten liegen in den Spielen, ich hatte nie das Gefühl, muss ehrlich sagen, nicht einmal das Gefühl, dass unsere Fans nicht hinter uns standen oder hinter mir standen oder daran geglaubt haben, dass wir einen Weg finden konnten, das Spiel zu gewinnen oder noch zu drehen. Und das war eine ganz wichtige Grundlage hier für mich, als Trainer in Köln zu arbeiten. Ich glaube, dieses Vertrauen hat uns auch die Stärke gegeben, die wir brauchen, um gute Leistungen zu bringen. Und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Ich sehe das auch nicht als Selbstverständlichkeit, sondern schätze das. Und wie gesagt, ist für mich immer ein Privileg gewesen, für die Kölner Haie zu arbeiten. Und wie gesagt, wünsche Ihnen auch alles Gute. Dankeschön.